Sommerzeit, Grillzeit. Und ich esse gerade nichts lieber als Burger. Burger sind einfach mega geil und selbstgemacht schmecken die auch richtig gut. Was braucht ein guter Burger? Er braucht einen Bun, er braucht ein gutes Patty und ein gutes Relish obendrauf. Das Relish zeige ich euch heute, wie man das macht. Yeah. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, ich weiß, eigentlich habe ich versprochen, jeden Sonntag hier ein Video zu bringen. Das schaffe ich nicht ganz. Haben wir nicht hingekriegt. Wir haben sehr viel produziert für Funk, für unseren Instagram-Kanal, für Ist Bunter. Ich bin wieder da. Es gibt heute Gurkenrelish. So, schauen wir uns mal an, was wir dafür brauchen. Wir brauchen natürlich für einen Gurkenrelish, wer hätte es gedacht, eine Gurke. Wir brauchen Kurkuma, wir brauchen Ingwer. Der sieht schon etwas mitgenommen aus. Eine Zwiebel, ein bisschen Zucker, ein bisschen Mehl. Das hier ist Apfelessig, Natur drüber. Das Grünzeug hier nennt sich Dill. Dann haben wir hier ein paar Senfsamen, die werden wir dann noch zermörsern. Ein bisschen Salz und das war's schon. Jetzt legen wir los. Und zwar mit der Gurke. Da wir jetzt die Gurke nicht komplett brauchen, ich brauche jetzt ungefähr 300-400 Gramm. Das Ding hier, also weiß ich nicht, wo das Ding hier gezüchtet wurde. Wir nehmen mal die Hälfte. Das Ganze schälen. Oh, Alter, ey, da musst du ja hier einmal halbieren. Und dieses ganze Geschmodder hier, dieses wässrige Kerngehäuse, das brauche ich alles nicht. Das mache ich raus. Dafür nehmt ihr euch einfach einen Löffel, setzt den Löffel an und kratzt hier den Kram einmal raus. So, und jetzt schneiden wir noch die Gurke in Würfel. Geil, jetzt habe ich Gurkenwürfel in meinem Ärmel. Die ganzen Gurkenwürfel kommen alle schön in eine Schüssel rein. So, das hier ist eine Zwiebel. Warum man beim Zwiebelschneiden weinen muss, habe ich in einem anderen Video erklärt. Ich kann euch das mal oben verlinken. Ich weiß nicht, ob es links oder rechts ist, keine Ahnung. Jetzt schneiden wir sie ganz kurz. Die Würfel packen wir auch schön dazu, zu den Gurken. Und jetzt als letztes fehlt noch der Ingwer. Den Ingwer müssen wir schälen. Und Ingwer kann man ganz super schälen mit einem Löffel. Ich glaube, auch dazu habe ich irgendwann mal ein Video gemacht. Also, ich habe schon eine Menge Videos gemacht. Jetzt müssen sie nur noch ein paar Leute angucken, ne? Das funktioniert schon richtig gut. Ist das ironisch gemeint oder was? Nee. So, den Kameraden schneiden wir jetzt auseinander. Schneiden wir auseinander, was ein Quatsch, wir machen Würfel draus. Zack. Kommt hier dazu. Jetzt nehmen wir den Kurkuma, packen den Kurkuma dazu. Und lassen das Ganze ein bisschen einwirken. Durch den Kurkuma kriegt die ganze Geschichte hier gleich so eine schöne Farbe. Als nächstes zermörsern wir mal diese Samen hier, diese Senfsamen. Die kann man auch ganz normal so kaufen. Mörser dazu und dann geht's ab. Na, ist anstrengend. Leck mich am Arsch. Sieht bestimmt total behämmert aus. Weil das dauert auch eine Weile. Und es ist, ich sag mal so, ist gut, dass ich einen dicken Pulli angezogen habe heute zum Kochen. Macht man ja so, mit einem Hoodie kochen, ne? Nächstes Mal koche ich nackt, sage ich dir. Wenn ich hier wieder so anstrengende Scheiße machen muss. Ich finde, wir sollten Zuschauervoting machen, ob du es wirklich tun sollst. Ach, ich meine, es guckt ja jetzt eh schon kaum einer zu bei den Videos, dann gucken ja noch weniger. Was mir ja aufgefallen ist, ist, dass sowieso super wenig Leute irgendwie mir schreiben. Ihr könnt mir schreiben. Also ich schreibe euch zurück, ich mache das auch selber. Thema Burger vielleicht. Soll ich mal zeigen, wie man gescheite Buns macht? Also diese Brötchen oder wollt ihr lieber, dass wir mal ein Patty machen? Schreibt mal in die Kommentare rein, Buns oder Patty. Jetzt haben wir den Kurkuma, die Zwiebeln und den Apfel, wollte ich gerade sagen. Es ist kein Apfel, es ist hier Gurke. Da kommen jetzt die Senfsamen noch dazu, die gemörserten Senf. Sämchen, zack. Dann Salz.
ruhig eine Ladung, zack, einmal alles verrühren. Und diese ganze Mischung lassen wir jetzt mal ziehen und machen den Essig ein bisschen warm, ne? Apfelessig, naturtrüb. Und das ist jetzt natürlich wieder geil, ey. Wir hatten das wieder eingeschenkt. Das ist ja... Kann nur einer gewesen sein. Ja, ja. Am Arsch hängt der Bolle. So. Zack. Machen wir das Ding heiß. Kochen den kurz auf. Ich finde, Essig warm machen riecht schon geil, ey. Hast du einen guten Herd, wird die Sache auch schnell heiß hier. Zucker dazu. Zucker einstreuen. Nach und nach. So. Der sich aufgelöst hat. Nehmen wir das Mehl. Stinknormales 405er. Ein Teelöffel. Der kommt rein. Jetzt ziehen wir mal die Temperatur hoch. Ich kann kaum reden bei dem Essiggeruch hier. Alter Falter. Boah. Genau, also das muss jetzt schön einmal einkochen, damit das eindickt, die ganze Nummer. Und dann geht es gleich weiter. Und während ich hier rühre wie ein Bekloppter, könnt ihr mir mal noch was in die Kommentare unten reinschreiben. Und zwar, ich hatte mir überlegt, ob ich diesen YouTube-Kanal hier einfach zu zweit mache. Mit Mirja. Das ist Mirja, meine Damen und Herren. 3, 2, Küche, Leute, wo wir Mirja schon antreffen. Guten Tag, herzlich willkommen. Ich glaube, ihr sagt, nee, wir wollen deine Hackfresse lieber alleine sehen. So, jetzt seht ihr hier, wie das langsam richtig schön eindickt, die Nummer. Die Klümpchen sind jetzt auch weg vom Mehl. Jetzt wird er was. So, ganz kurz aufkochen. Und jetzt kommt der Moment, wo der Frosch ins Wasser springt. Jetzt kommt hier unser... Wie nenne ich das denn? Gurken, Zwiebel, Kurkuma, Salz, Dingsbums, Gemisch rein. Schön rumrühren. Kurz aufkochen lassen und dann bei mittlerer Hitze, ich sag mal so Viertelstunde, 10 Minuten, Viertelstunde vor sich hinköcheln lassen, schön eindicken lassen. Wenn unser Relish jetzt ein bisschen gekocht hat, so 10 Minuten, 15 Minuten, je nachdem, bei mittlerer Hitze, könnt ihr den ausmachen. Holt euch ein bisschen Dill, ein paar Zweige Dill, schneidet euch den Dill klein. Ah, vielleicht haben wir hier ein bisschen viel Dill genommen. Dann gebt ihr so, wie ihr Bock habt, den Dill drunter. Dann immer mal ein bisschen einrühren, mal gucken, abschmecken. Und wenn es euch noch nicht genug ist, dann nehmt da einfach noch was. Also nicht einfach alles reinpacken, weil das, was drin ist, ist drin. Das könnt ihr nicht mehr rausholen. So. Einmal probieren. Gar nicht so schlecht. Es sieht aus wie hinterm Bierzelt, schmeckt aber anders. Die ganzen Geschichten füllt ihr ab in Twist-Off-Gläser, die heiß ausspülen. Am besten mit gekochtem Wasser den Deckel auch heiß machen, abfüllen, zudrehen. Dann sind die Dinger erstmal, na wie sagt man, haltbar gemacht. Ich brauche das jetzt gar nicht unbedingt, weil ich will das ja gleich essen. Machen gleich noch einen Burger. Das heißt, rein damit. Mussten wir unbedingt draußen drehen, Jens? Yes. Was kriege ich denn dafür, wenn es jetzt anfängt zu pissen? Aber Burger musste draußen grillen. Ich muss erstmal den Käse noch mal abwischen, weil da ist jetzt doch ein bisschen Wasser drauf hier von oben. Hast du gesehen, wie geil der aussieht? Einmal das drauf, einmal das drauf. So, das Relish ist jetzt drauf, Deckel oben drauf, aus die Maus.
geilstes Gurkenrelish der Welt. Ich schwör's euch, macht das nach. Schreibt mir dann auch in die Kommentare, wie es euch geschmeckt hat. Oder ob ich hier wieder nur Bullshit erzähle. Ich würde mich super über ein Däumchen freuen. Ne? Abonniert den Kanal in der Zukunft vielleicht sogar mit einem zweiten Mann beziehungsweise mit einer zweiten Frau, wenn ihr Bock drauf habt. Ja, ich würde mich freuen. Bis denn dann. Ciao.